Leute, wir heißen euch herzlich willkommen zu diesem Part von Monster Hunter Rise Online mit dem guten Miku und wir haben noch jemanden in der Lobby, den guten Fang. Der ist aber nicht mit dem Voice Chat. Nee. So, ich würde euch raten, bin ich halt auch ehrlich, habe ich jetzt mehr Fleisch genommen? Ich wusste es nicht. Ja, schade, egal. Ich würde euch raten, aber erstmal hier mit dem Vögelchen, ne? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wichtig, der Typ rastet aus. Ich sag's ja euch. Wenn er so wie in World ist, dann ist der krass. Dann wird's halt richtig furchtbar. Der ist wirklich schlimm. Dringende Quest, Leute. Wir machen in diesem Part Theostra für mich und den guten Fang und im nächsten Part dann. Lasst euch überraschen. Da wird's richtig übel. Da gibt's richtig auf die Schnauze. Da gibt's richtig auf Fressbrett. Oh, lasst euch überraschen, was dann kommt im nächsten Part. Das wird richtig furchtbar. Also furchtbar im Sinne von echt schwer. Und jetzt machen wir uns erstmal auf Vögelchensuche, weil, wie der gute Miku schon gesagt hat, werden wir die brauchen, leider. Das ist eine Sache, die ich nicht mag. Alles vor aufleveln, aufpowern. Ja, es ist halt nervig, ne? Das ist halt einfach, wie gesagt, das hatten wir ja schon mal angesprochen, das ist halt nur dazu gedacht, um die Welt zu erkunden. Ja, hast du ja halt aber einmal überall gewesen. Bist aber einmal irgendwo überall gewesen, dann brauchst du es halt auch nicht mehr. Ja, eben. Eigentlich. Wieso dann nicht so ein Alpha-Vögelchen hinstellen, was halt alles aufpeppt und dann fertig? Genau. Damit man sich einfach direkt in den Kampf stürzen kann. Jetzt darf man Vögelchen suchen. Ja, eben. Gerade wenn man gegen relativ starke Mobs kämpft, dann ist erstmal Vögelchen suchen angesagt. Und meine Ausdauer ist schon fast voll. Echt? Meine überhaupt noch nicht. Du hast aber wahrscheinlich mehr Lebens- und Schildvögelchen gesammelt. Gar nicht. So, wie viel Angriff habe ich denn jetzt schon plus? Angriff habe ich gerade mal ganz wenig. Rote Vögelchen sind am seltensten, glaube ich. Wo kann man denn den Angriff sehen? Gar nicht. Nur wenn du so ein rotes Vögelchen aufsammelst, glaube ich. Ach so. Also es kann sein, dass es eine Funktion gibt, aber dann kenne ich sie nicht. Ich weiß es nicht. Ich sammle einfach erstmal alles ein, was geht. Was ja, ich so im Weg auch finde. Warte, bis es voll ist und dann. Ja. Oh, ein Magno Cola ist auch hier. Das ist super. Oh shit. Wo sind denn hier noch mehr Vögelchen? Ich finde keine mehr. Same. Ja, das ist halt echt richtig scheiße gerade. Meine Ausdauer ist fast voll. Naja, was heißt fast? Ein bisschen braucht die noch. Hier sind noch Vögelchen. Welcher Pfeil, der rote? Ich bin der rote, glaube ich. Ja, ich bin der rote. Ja. Ach ja. Oh ja, das ist das. Ich hoffe, das verbessert man im neuen Monster Hunter, dass man am Anfang im Low Rank noch die Vögelchen sammeln muss, damit man so ein bisschen die Welt kennenlernt. Aber dann bitte im High Rank Alpha-Vögelchen dahinsetzen, damit man gleich in den Kampf gehen kann. Ist es nervig, ne? Ja, es ist halt wirklich. Es macht halt am Anfang Spaß, das Erkunden, aber auch nur, solange du die Welten halt nicht kennst. Wenn du die halt in- und auswendig kennst, weißt du halt schon, wo du hin musst. Und dann brauche ich die Vögelchen halt einfach nicht mehr suchen. Das ist halt Käse. Ich möchte dann mich eigentlich. Oh, hier bin ich falsch. Da ist der Theostra. Tschüss. Ich bin nämlich noch nicht so weit, dass ich gegen den kämpfen kann. Ich auch nicht. Ich muss halt wirklich noch sammeln hier. Das ist so dumm. Das ist echt so dumm, Alter. Ich will ja ein bisschen schon direkt hin.
Wie kann ich die Karte noch... Ach so, so kann ich die Karte aufrufen. Wie kann ich mich teleportieren? Weiß das irgendjemand? Minus gedrückt halten. Detailkarte, ne? Minus gedrückt halten. Ach, minus gedrückt halten. Ja, du hast recht. Gut. Schnellreise. Ich gehe mal hier ins Nebenlager 2. Muss die letztens auch erstmal wieder rausfinden. Ja, das passiert halt, wenn man das Spiel lange nicht spielt. Ach ja, Leute, und ihr seht uns übrigens nicht mit unseren Modellen, sondern mit unseren Hackfressen. Yay. Hackfressen-Time. Wir hatten keinen Bock auf unsere Modelle, sagen wir es so. So, meine Ausdauer ist fast voll. Das ist sehr nice. Fast. Ich finde halt keine Vögelchen mehr. Ich bin halt am Ende mit Vögelchen. Ich weiß halt auch nicht, welche wo ich noch suchen soll. Merkt mir doch sowas nicht irgendwie. Ich habe wieder mal ein Lebensvögelchen gefunden. Sehr cool. Freut mich. Die hätte ich auch gerne. Nice. Ja, glaube ich. Mein Leben hat es auch noch nur zu 3/4 voll. Hier ist noch einer. Da sind noch 2. Hier ist noch einer. Das ist chillig. Ach, das ist so nervig. Es ist wirklich furchtbar. Leute, die Action geht gleich los. Wenigstens habt ihr am Anfang eine coole Cutscene bekommen. Eben. Soll niemand sich nicht beschweren. Genau, beschwert euch nicht. Lasst lieber ein Abo und ein Follow da. Eben. Dass wir so einen geilen Content hier bringen. Echt so, mal. So Monster Zeig Hunter mal ein bisschen Content. Respekt, ey. Resteppe. So, ja, ich bin gleich voll, endlich. Ja, ich auch gleich. Da unten ist ein Lebensvögelchen. Brauche halt nur noch paar grüne und ein paar gelbe, glaube ich. Ja, ich brauche auch noch ein paar grüne, ganz viele grüne sogar. Und hier oben sind rote. Ah, hier sind noch ganz viele Vögelchen, die ich noch nicht gesammelt habe. Cool. Okay. Lasst ein Like da für die Vögelchensuche. Damit Capcom merkt, dass sie das nicht nochmal machen sollen. Weil es auch was ändert. Okay, genug Like-Bettelei. Das reicht auch. Ah, da oben sind noch Büsche. Büsche! So, ich bin fast komplett voll. Also nicht voll im Sinne von Alkohol. Dann bist du immer voll. Ja. Bringt die Knallkröte eigentlich irgendwas? Weiß ich nicht. Ich glaube eher weniger. Ach doch, die kann ein Gegner, glaube ich, zum Umfallen bringen. Stimmt, da war ja was. Ah, hier sind noch 2 Vögelchen, nice. Beim Magno Cola. Hm. Ja, ich sehe die. Oh, der Magno, das ist ein wütiger Magno Cola oder wie man die auch nennt. Okay, mein Leben ist voll. Er hat mich gesehen. Bist du voll? Mein Leben, ja. Meine Ausdauer noch nicht. Ja, nice. Bei mir ist meine Verteidigung schon voll. Das ist gut. Woran sieht man, dass die Verteidigung voll ist? Ja, wenn du so ein orangenes Vögelchen einsammelst, siehst du, ob die Death halt, ob du die Death voll geboostet hast. Ach so. Hier lag einfach mal so eine große Bestienträne rum. Stimmt. Bei mir ein Rayang Schwarzpelz. Ja, geil. Läuft. Das ist halt die Frage. Aber ich habe irgendwie voll Glück gehabt beim letzten Mal, ne? Platte und Rubin einfach so draußen gefunden, Alter. Hör auf, Spaß. Ey, das war Hammer. Ich wollte das auch haben und hab nichts gekriegt. Einfach mittendrin ratlos Rubin. Ah, hier oben ist so ein Verteidigungsteil. Das bringt mir halt gar nichts, aber was soll's. Dank, wenn du den einsammelst, kannst du sehen, wie viel Death du hast. Ach, Max, okay. Ja, dann bist du schon voll. So, das jetzt bin ich mit der Ausdauer voll. Da ist nochmal Angriff. Und da ist auch nochmal ein gelber. Ja. Da hinten ist noch ein grüner. Das war Death. Das war Death. Oh. Das war Ausdauer, die habe ich schon Max. Die roten sind gut, die pushen Angriff. Habe ich aber auch schon Max. Na, hast du auch schon Max. Ja. Da ist noch ein gelber, ich brauche noch gelben. Angriff habe ich gerade mal die Hälfte. Mag, ich will keine Verteidigung, ich will halt die Ausdauer höher machen. Was ist los mit Spiel? Ausdauer bin ich voll. Ich nicht. So, ich glaube jetzt, die restlichen kriegen wir nur, wenn wir weiter runtergehen. Oh, Affinität hoch. Gönn die, Alter. Aber machst du mehr Crit-Schaden? Kann ja mal oben gucken.
So, ich gehe jetzt zum Theostra runter. Ich bin so weit. Der ist unten oder was? Der müsste in Gebiet 12 sein, ja, unten irgendwo. Ich hoffe, der kann halt nicht den Rugnar Mola beschwören. Nee. Das ist Leben, oder? Nee, das ist nur Ausdauer. Toll. Wie kommen wir denn jetzt da? Oh nein, der Rayan geht zum Theostra. Ich gehe zum Nebenlager 1. Kein Bock mehr. So, jetzt gehen wir in die Action, Leute. Wir sind schon fucking 11 Minuten im Part. Es ist noch nichts passiert. Weil man ständig Kackvögel sammeln muss. Ja, es ist halt einfach super nervig. Bitte, Capcom, mach diese Kackvögel weg. Die braucht so. Halt wirklich niemand. Ich folge jetzt einfach. Ich hoffe, ich gehe richtig. Der ist doch irgendwo unten. Oder ist der oben? Hä? Ich weiß nicht, der ist so kompliziert. Der steht auf Gebiet 12, der ist weiter unten. Hä? Wo ist denn der? Muss ich hier runterrutschen? Geht's hier weiter runter? Ja, ne? Also ein bisschen. Da hinten ist noch ein Vögelchen. Ne, das war kein Vögelchen. Hier sind sehr viele Vögelchen rechts noch in der Luft. Die habe ich alle schon. Achso, ich nicht. Ich bin überall und nirgends lang gelaufen. Ah, jetzt, ja, wir müssten hier jetzt auf dem richtigen Weg sein, hoffentlich. Ich folge dir einfach mal. Du wirst schon... Irgendwie wird das schon... Oh, da ist noch ein Vögelchen da oben. Yay. Und das war nur für Ausdauer toll. Steck's dir sonst wohin. Hm. Oh, ernsthaft? Der Theostra ist jetzt im Gebiet 9? Nice. Jetzt wollen wir in die Action und er will nicht. Fang ist schon auf dem Weg dahin. Ja. Muss bloß aufpassen, dass er ihn auf die Fresse kriegt. Ja, der ist stark. Weil der rastet wirklich aus. Wie kommen wir da jetzt am schnellsten hin? Kann ich hier hochklettern? Bringt das irgendwas? Ja, tatsächlich. Ach ja. Oh, wir sind gleich da. Gebiet 9 ist er. Oh, der ist unten? Unten? Irgendwo stimmt. Unten, ja. Fang ist unten. Stimmt, ja. Dass man halt auch so hier irgendwo hin kann, ne? Oh, Alter, es ist so furchtbar. Oh, kann ich hier runterspringen? Oh, please. Ja, hier geht's. Oh. Na, geht doch. Endlich ein bisschen Action hier, Alter. Meine Güte, das ist ja richtig furchtbar gewesen. Endlich kommen wir hier zu ein bisschen Action. Oh, sag mal, ist der von Anfang an jetzt wütend? Vielleicht hat Fang ihn wütend gemacht. Ja, wahrscheinlich. Mit seiner Anwesenheit. Oh, Kacke. Reg die... Genau! Genau! Au! Ach komm. Aber ich muss auch sagen, auch im Monster Hunter Rise, der sieht halt echt chillig aus. Haben sie gut gemacht. Ja, stimmt. Uah, hat er mich hochgeschleudert. So, jetzt. Oh, Alter. Diese Reise. Oh, weg da. Gott. Irgendjemand hat. Das war die Knallkröte, Alter. Das hat geknallt. Das hat richtig geknallt. Sehr gut. Das verlief schon mal gut. Er ist auch vergiftet. Wow, macht der. Ich habe gar nicht gemerkt, wie viel Schaden der einem macht, ne? Mir nicht so viel. Oh. Krass. Autsch. Das geht. Also, ich wurde halt die ganze Zeit gehittet. Sonst geht das halt eigentlich. Und mit freier Mahlzeit ist man sowieso relativ OP, ne? Hm. Muss nur aufpassen hier im Spiel, wenn er wütend wird, ne? Der ist hier wirklich extrem. Ja. Er kann dann explodieren und so eine Scheiße. Genau. Daran erinnere ich mich noch an World.
Ich erinnere mich sehr gut an das Vieh. Und es gibt ja noch einen schrecklicheren als den. Seine weibliche Form ist Lunastra. Die gibt's zum Glück nicht im Wald. Den gibt's zum Glück nicht hier im Spiel, im Rise. Den gibt's in Rise nicht, ja. Lunastra ist noch furchtbarer als das Vieh hier. Aufpassen. Yo! Ne? Du weißt Bescheid. Ja, er ist jetzt sauer wieder, ne? Schade, ich dachte, er erwischt ihn noch. So langsam muss ich aber auch schärfen. Die Reichweite, ne? Der macht mir doch schon gut Schaden, Alter. Er haut ab. So, dann kann ich mal kurz schärfen. Okay. Okay. Chat nach. Okay. Okay. Packen wir es an, ja. Dann machen wir schon. Ja, den schaffen wir auf jeden Fall. Solange wir aufpassen und nicht sterben. Ist bei mir relativ einfach, dass ich sterbe, aber in letzter Zeit bin ich im Monster noch nicht einmal gestorben. Dafür verliere ich im Pokémon. Karma. Jetzt spoilerst du. Das Projekt guckt doch eh keine Sau. Doch, eigentlich wird Monster hat immer gut geguckt. Leute, ignoriert diese Aussage einfach. Nein! Cola, Mugnaster! Oh. Ja, jetzt hau ich mal rauf da, ne? Ja, vergiss nicht, renn am Ende gegen ihn. Mach ich. Dann können wir nämlich auf das Vieh auch nochmal aufsteigen. Wenn ich ihn treffe. Du wirst schon treffen. Lass dir ruhig Zeit. Ich misch mich jetzt mit Sicherheit nicht in den Kampf ein. Bringt ja eh nichts, weil er kaum Schaden macht. Yes. Boots. Boots, Alter. Das hat wehgetan. Du kannst rauf, glaube ich, ne? Nee, noch nicht. Du musst gegen ihn laufen. Bin ich doch gegen ihn gelaufen. Nee, denn Bro ihn schon geritten. Das klang falsch. Lol. Sag nicht, du hast jetzt wieder irgendein Juwel gekriegt oder so. Ich habe nichts eingesammelt. Wir kämpfen hier gerade, der Theostra ist abgehauen, ja, und wir machen Mugna Cola fertig. Theostra Puppe, aber ich sammle noch mal ein paar Sachen ein, die hier rumliegen. Ja, mach das. Gibt's noch Theostra Rubin? Autsch, danke. Nee, aber es gibt irgendeinen Stein, den du einsetzen kannst beim Theostra. Boah, bloß weg da, Alter. Oh Gott, Alter. So. Lass mal den Magno Mola in Ruhe. Lass uns erstmal hier den Theostra kümmern. Weg vom Ruckner Cola. Genau. Ja, natürlich lauf mir hinterher, Brudi. Ist klar. Oh geil, hier ist noch so ein grünes Vögelchen. Freut mich. Damit ist mein Leben fast voll. Oh, da ist ein rotes Vögelchen. Komplett falsch. Das ist noch so ein oranges Vögelchen, ja, oder? Kann ich das noch mitnehmen? Ja, Maximalverteidigung habe ich schon. Bin falsch gelaufen. Weißt du, was mir immer so auffällt? Irgendwie, selbst wenn die Vögelchen dich boosten, habe ich das Gefühl, das bringt irgendwie nichts. Nicht? Nee, irgendwie nicht. Da muss man schon auf ein Maximum haben, ne? Der Theostra hat sich ein bisschen beruhigt. Also ich merke es schon, dass was bringt. So ist das nicht. Mach halt wesentlich weniger Schaden. Ja gut, das stimmt. Das stimmt allerdings. Ich bin auch gleich wieder da. Ja, lass dir Zeit. Booste dich, solange es geht. Ach, du dämlicher. Woo! Ich kann mal eine Spezialattacke einsetzen und dann, was ist? Geht nicht. Haut er mich in dem Moment weg. Boah, das ist die, ne? Und irgendwas habe ich ihm gerade gebrochen, Lel. Oder, ja, doch. Aber nicht sein Schweif. Das ist leider sehr schade. Ja, ist klar, Brudi. Ja, doch, du hast schon recht. Das macht in der Depth schon einiges aus. Deswegen sollte man bei Theostra gerade und bei den anderen Drachenältesten sofort machen. Das, ey, wirklich. Ja, du meinst wohl leider machen. Ja, leider. Au. Oha. So, hier, eine Böenkrabbe. Woo! Du sollst aufhören zu spielen.
Ja, du kannst doch dann auf den hüpfen. Nee, zu spät. Die hat schon keine Luft mehr. Kacke. Da, irgendeine Katze hat gerade... Oh, scheiße. Hat das Vieh gerade gegriffen. Was mich wundert, ist, er hat seine Ulti noch gar nicht eingesetzt. Kommt noch. Wenn er ausrastet, fliegt er nur noch. Ich weiß, dann fliegt er und irgendwann sprengt er sich dann in die Luft. Dann ist der genauso wie in World. Also der ist genauso furchtbar. Ich glaube, er ist wütend, oder? Nee, er ist vereist. Noch fliegt er nicht. Ja, er ist vereist. Das stimmt, tatsächlich. Okay, das tat weh. Ich würde gerne da weg. Kacke. Ich würde gerne da weg, verdammte Scheiße, Alter. Wow, ich muss dich heilen. Nein! Nein, ich wollte dich gerade heilen. Oh. Denkst du, du wärst der Einzige? Ich habe gerade schon getrunken. Ich wollte mich auch schon heilen. Ja, das ist halt so das Ding, wenn man, das ist halt so das Ding, wenn man nicht mehr aus seinem Angriff rauskommt. Ja. Oh, oh. Nee, er rastet noch nicht aus. Das war nichts, das war nicht gut. Aber sowas passiert halt bei den Besten, ne? Ja, eben. Außerdem, ich würde mir keine Sorgen darum machen. Ich weiß von Bro, dass du sowieso nur Geld verlierst und nicht Materialien. Also Wayne einfach. Ja, und zur Not kann man es mal wiederholen. Und Geld, kriegst du in diesem Spiel halt mehr als genug. Also, wirklich. Oh, jetzt! Er explodiert! Gut, dann nutze ich mal die Gelegenheit, trinke kurz einen Kaffee. Dann bin ich gleich wieder da. Das geht relativ zügig. Ja, gönn dir. Dafür sind solche Projekte ja gedacht. Zum Kaffee trinken. Und zum Kaffee trinken, dass wir ein bisschen lustig sind. Und dass wir ein bisschen lustig sind. Ich finde es auch sehr lustig. Er haut ab. Ich bin gerade da, er haut ab. Ja, natürlich. Er hat Angst vor dir. Ja, ich merk's. Er hat Angst auf die. Auf das Rache-Video. Er hat Angst vor dem Kritikvideo. Ansage an Theostra. Ja. Oh geil, hier kann man rein. Ach, hier ist nichts drin. Nur ein Förderplatz. Und Pilze. Ach so, da oben kann man noch hoch, ne? Ja. Eieieiei. Ach so, hier oben war dieses Schwert, oder? Nee, ich hier oben. Übrigens, das ist ein Drachenältester, man kann ihn nicht fangen, ne? Damit du Bescheid weißt. Ja, ich weiß, Drachenältester kannst du leider nie fangen. Autsch. Da habe ich mitgerissen. Wisst ihr, ihr kämpft gerade gegen den, wisst ihr? Und ich farm mir hier Erze ab. Ja, da hör auf zu farmen. Kämpf. Ich muss aber farmen. Ich brauch den Scheiß. Sammelobjekte, Kontoobjekte, siehst du, habe ich doch gesagt. Ja, scheiß auf Kontoobjekte, Alter. Als ob das wirklich so wirklich die Chance auf gesetzte Items erhöht, Alter. Ich bin mitten da drinne, wo. Hey, mein Link hat oben einen Stern. Was, man kann hier noch höher? Na, hier ist ein Glücksvogel. Soll ja, schön. Da sind doch mehr Vögel, Alter. Noch mehr Vögel. Schade. Soll ich dir was sagen? Den kann man gar nicht nehmen. Geil. Ich wurde gerade hardcore verarscht, Alter. Nein! Aber schlagen konnte ich den, ne? Ja, nice, Leute. Jetzt habt ihr hier 2-3 Minuten verschwendete Lebenszeit gesehen, wie ein Vogel hoch den Vulkan geflogen. Was bedeutet, wenn man auf meinem Megatrack oben ein Stern angezeigt wird? Verbessert, glaube ich. Oder so. Oh, wo seid ihr? Ihr seid da hinten. Wow, ich sehe gerade, der macht euch richtig Feuer unterm Arsch. Naja. Der hält sich für den coolsten, das sag ich dir. Ja, seine Miene. So. Au! Er hält sich für den Zwergenkönig von Herr der Ringe. Der wird aber ganz schön groß, du. Für den Zwergenkönig. Oder sollte ich eher sagen, er hält sich für Smaug.
Nein! Oh! So, ich bin wieder im Kampf drin, ne? Ja, wurde mal Zeit. Und ich werde und ich auch sofort auf die Fresse. Aber für, das ist die. Karma, Alter. Das ist richtig Karma. Aber für die, wie sie juckt mal meine Nase, Alter. Nein! Du kannst dich bewegen. Mich nicht hier aus, bitte. Oh Gott, Feuer. Irgendjemand hat ihm den Schweif abgeschlagen. Sehr gut. Oh Gott. Das war Fang. Fang hat ihm den Schweif abgetrennt. Ja. Oh nee, jetzt ist Cola Mugner hier. Oh. Oh Gott. Ich wurde runtergeballert. Ja, vor allem haben wir schon geritten. Das weiß, bringt nichts. Er geht auf mich. Er haut ab. Die alle am Schweif halt hocken, ne? Wenn du mal. Ich hab einen Theostra-Schwanz gekriegt. Das ist mir klar. Natürlich bin ich wieder der seinen Cock gekriegt hat, ne? Ist er, wo ist er lang gegangen eigentlich? Ich weiß es nicht. So, ach, gut, die beiden sind jetzt ganz weit auseinander. Wir müssen nur noch hier oben. Ach so, okay. Weißt du, bei dem normalen Trank kriege ich freie Mahlzeit und ich setze einen Megatrank ein und keine freie Mahlzeit. Oh. Ja, das ist das Leben. Das ist das Leben. Hat der Hunger? Ja, der frisst. Ja, da hau ich mal auf die Fresse, Alter. Der hat nichts zu essen. Was erlaubt er sich? Oh, komm. Jedes Mal, wenn ich meine Spezialattacke einsetzen will, weißt du, dann... Oh Gott. Ist so furchtbar, Alter. Jetzt fängt er gleich wieder an zu fliegen hier. Extrem. Ja, genau. Explodier mich weg, Alter. Explodier mich weg. Oh, wie wenig Leben Tränke halt einfach auffüllen, ne? Das ist so traurig. Boah, pass bloß auf jetzt. Ja, das war heftig. Nein, uff. So, einmal bitte Tränke. Boah. Alter, der ballert echt gut rein, ne? Das ist halt richtig heavy. Ja, genau. Aber ich mag den Kampf gegen ihn, weil er so ein übertriebenes Monster ist, ne? Ja, so sollte der Kampf gegen Drachenälteste halt auch sein, ne? Nur leider komme ich nie dazu, meine Spezialfähigkeit einzusetzen. Magna Ami Prisma? Hm. Der ist zwar immer noch nicht mein Lieblingsmob, aber ich mag ihn. Mein Lieblingsmob ist und bleibt Brachydios. Und ach, der danke. Gütige Brachydios aus World, den hättest du mal bekämpfen müssen. Der ist halt richtig krass, Alter. Drachenschatz, oh, oh. Jö. Ich hoffe echt, dass sie den Brachydios und den wütigen Brachydios nochmal in Rise reinbringen. Autsch. Damit du dieses krasse Monster auch mal bekämpfen kannst. Ja, irgendwann. Wir haben ja die Apex-Version noch hier, auch später. Da hoffen wir, dass der Brachydios mal kommt, ne? Wäre wünschenswert. Und dann bitte aber auch mit coolen Waffendesigns und nicht mit Knochenwaffen. Scheiße, Alter. Ich weiß auch nicht, bei World haben sie es irgendwie mit Realismus gehabt, ne? Oh, es war halt mega furchtbar, diese beiden Drumsticks zu haben. Ich habe mir die Waffen halt ja, wie gesagt, nicht mal gemacht. Erst mit dem wütigen Brachydios. Das habe ich gesehen, Fang, Alter. Da hat schön geholt. Ja, Fang wollte gerade seinen Spezialattacke machen und springt auf Theostra zu und Theostra holt ihn weg, Alter. Oh, geil, Alter, nice. Und er ist abgehauen. Ja. Er ist so 5 Meter weiter geflogen, Alter. Gut, Zeit, um das Schwert zu wiegen. Hast du recht, sollte ich vielleicht auch mal tun. Wichtig, wichtig.
Ja, da unten wird er jetzt besiegt. Das Schwert muss immer gewienert werden. Ich spring einfach über ihn rüber, genau. So macht man das. Ja, perfekt. Du musst das. So, Leute, das wird ein etwas längerer Part. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. So ein Drachenältester ist nicht einfach mal so zu besiegen. Wieso? Das wird ein bisschen länger dauern. Wieso treffe ich? dieses Kackvieh, Alter. Sehr gut. Ey, das ist auch nicht wahr. Bleib doch mal bitte stehen. Das glaubst du auch selber nicht, dass der stehen bleibt. Ja, ist klar. Hä? Wer platziert hier bitte Mugna-Cola-Dinger? Ich sterbe gerade. Heil dich. Ja. Er sagt, da sagt der gute Fang, reg dich ab, Alter. Und wir kriegen hier hart aufs Fressbrett. Schön in die Fresse, Alter. Hast gesehen, ne? Ja. So muss das sein. Ja, natürlich. Oh. Wow. Meine Katze hält ihn fest. Danke. Ja, ich weiß. Solange du festgehalten wirst, ist nicht ein Fliegen, Alter, ne? Ja, baller mich mit deinem Feuer weg, Alter. Ist schon klar, Budi. Hä? Ja, wir ballern ihn ordentlich, ne? Ja, er kriegt gerade ordentlich auf die Schnauze, Alter. Oh. Genau! Ist richtig, Rudi! Hat er was gegen mich oder so? Meine Katze hat uns gerade geheilt. Das hat Ghosty gut gemacht. Stolz auf Ghosty. Gut gemacht, Ghosty. Na, du Dreckiger. Immer dann, wenn ich... Es ist halt so lächerlich, ne? Es ist halt so abgrundtief lächerlich. Er weiß Bescheid. Er weiß ganz genau, was du vorhast. Ja, als ob. So genau weiß, kann das doch niemand wissen. Ja, Kiostra immerhin. Guck dir doch mal seinen Kopf an. Der kann doch keine Gedanken lesen, Alter. Ist groß wie sein Kopf. Oh, er ist gleich tot, lol. Hätten wir die 10 Minuten nicht mit Vögelchen suchen verschwendet, wäre er schon tot. Ja. Aber dann wäre wahrscheinlich einer von uns auch schon längst tot. Nochmal. Ich war ja schon down. Nochmal. Ja, kann sein, muss aber nicht. Stell dir mal vor, du hättest überlebt. Imagine. Also du hättest es dann überlebt. Dann hätte ich mich für immer gegen die Vögelchensuche entschieden. Hm. Ja, ist aber erstmal drin, ne? Ja. Ja, genau. Lock ihn zu mir, Alter. Wie er direkt auf einen zustimmt. Oh, was war das denn? Wir beide weggeballert wurden. Geil, Alter. Er hat nur einmal seine Ulti bis jetzt eingesetzt. Das kommt mir übelst merkwürdig vor. Ja, Budi! Oh oh. Komm, wach auf. Genau richtig. Ah, verdammt. Leben immer schön oben halten. Ja, jetzt sowieso, jetzt sowieso. Jetzt Leben oben halten. Da, okay. Deine Ulti. Da muss man auf jeden Fall weg. Ja, ich weiß. Ich und Bro kennen den ja von World. Der ist genauso hier.
Warum immer? Er ist schon wieder sauer und ich habe ihn sauer gemacht, glaube ich. Oh, seine Feuerangriffe sind hart, Alter. Oh ja. Weißt du, was immer ganz nice, wenn man irgendwie festhängt, ne? Weißt du, was mir wieder auffällt? Ich habe wieder vergessen, Dämonenmittel reinzuballern. Ja, ist klar. Er macht einfach über die Hälfte Schaden mit seinen Feuerbrudi-Attacken, Alter. Mit seinen Feuerbrudi-Attacken? Ja. Er explodiert bestimmt gleich wieder, oder? Ja. Beim Scheißen. Hundertprozentig. Jetzt stirb doch einfach. Einmal zu früh gedrückt. Der will nicht sterben, ne? Nee, aber ich bin gleich tot. Er heilt dich. Aber endlich nützen mir meine Megatränke mal was. Weil ich muss sie sonst kaum einsetzen bei irgendwelchen Mobs. Er ist der erste. Ja! Woo! Sehr gut. Was ein Kampf. Easy. Oh Gott. Ja, nehmen wir uns seine Materialien mit. Bitte gib mir eine Platte oder ein Juwel oder so ein Scheiß. Rückenpanzer. Gewebe. Schuppe plus. Ein Feuerdrachenschuppe. Oh toll. Schuppe plus. Rückenpanzer. Mähne. Und Mähne. Alles kacke, du. Das war alles Scheiß. Naja. Oh, das war ja schlecht. Naja, so ist das. Wusstest du, dass man auch wegen Spam gesperrt werden kann? Bitte nicht Spam. Gut. Leute, wir haben das geschafft. Das war doch mal ein geiler Kampf. Bis auf die ersten 10 Minuten, die wir halt Vögelchen sammeln mussten. Verschwendet damit haben, Vögelchen zu sammeln. Aber das ist halt so dumm. Und nichts Gutes. Ich hab nichts Gutes. Drachenältestenblut habe ich gekriegt. Das ist ganz okay. Mal gucken, auf welchen Jägerrang ich jetzt komme. Na, bin ja gespannt. Ja, ich auch. So du warst ja Level 40. Ja. Ich habe einige Quests gemacht. Noch nicht? Ach so, das machen wir jetzt noch ein paar, Leute. Wir nehmen mal an und gucken, welchen Jäger wir sind. Ja, ich habe Theostas Flamme erstickt. Oh, scheiße. Stimmt, wir haben ja die Story noch nicht mal durch. Mm. So, machen wir das hier noch. Hinoa, lass nicht locker streben. 42 ist Fang. Rein. Und du 52. Ich bin 52 einfach. Oh nein, jetzt kommt die letzte Story-Quest, Alter. Wollen wir drei? Wir können auch drei Parts aufnehmen. Können wir alles hintereinander machen. Wir nehmen ja eh drei Parts auf. Ja, dann machen wir einmal die letzte Story-Quest bei dir. Oder jetzt machen wir jetzt mal Walstrax, ne? Ja, wir machen, genau, Leute, da ist die Überraschung jetzt geplatzt. Oh nein, ja. Das hab ich gesagt. Oh nein, das ist so traurig. Nee, wir machen tatsächlich gleich Walstrax. Der wird richtig furchtbar. Ja, aber gut, soll es für diesen Part gewesen sein, ne? Genau, Leute, das soll es für diesen Part gewesen sein. Im nächsten Part werden wir dann uns, wenn wir beitreten können, Walstrax stellen und... Wenn es funktioniert. Ja, wenn es funktioniert und dann, da werden wir richtig auf die Fresse bekommen. Oh ja. Und ja, von meiner Seite war's das. Hast du noch letzte Worte zu sagen? Nee, war doch eine erfolgreiche Jagd. Einmal gestorben zwar, aber was soll's, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss, Leute.